Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es gibt wieder was Wissenswertes und zwar hat die Automotorsport einen Artikel rausgebracht, der neue Fiat Ducato oder Fiat New Ducato, wie sie es selber bezeichnet. Darum soll es gehen in diesem Video und das alles gibt es nach unserem Intro. Der Erlkönig ist schon umhergefahren, man konnte ja das ein oder andere Bild in den Medien verfolgen, aber jetzt hat endlich die Fachzeitschrift Automotorsport einen Artikel dazu veröffentlicht und darüber wollen wir heute einfach mal sprechen in diesem wissenswerten Video. Man kann zwei große Dinge geben, es gibt ein neues Cockpit-Design und viele, viele Assistenzsysteme. Und ändert sich draußen was, Marcel? Minimal. Dazu kommen wir nämlich deshalb erst zum Schluss, weil das ist fast nicht der Rede wert. Ah ja, okay. Man muss sagen, ja, seit 15 Jahren gibt es ja diesen Ducato und es ist immer eine Weiterentwicklung, hat es da gegeben. Wie haben sie es so schön genannt? Eine Frischhaltmaßnahme. Ich wusste gar nicht, okay. Na, ich glaube, das machen irgendwie alle Hersteller. Sie bauen halt immer mal wieder neue Systeme ein. Aber beim Ducato geht das sehr lange. Also wenn ich mir so Golf angucke, da geht das dann doch schon ja, schneller. Ja, gut, okay. Und 2021 geht es damit auch weiter. Aber bei dieser Frischhaltekur, wie es Automotorsport genannt hat, steht diesmal eher die Technik im Vordergrund und nicht das Design. Das war wohl in den letzten Jahren noch ein bisschen anders, aber das Design angepasst. Jetzt ist die Technik im Vordergrund, denn die Optik, kann man wirklich sagen, ist die ganz, ganz, ganz dezent überarbeitet worden. Wir haben unser schlaues Drehbuch wieder hier dabei, viele Seiten. Stefan freut sich schon auf seinen Standardpart, weil ich muss erstmal alles wissenswert aus dem Artikel rausschreiben, für euch dann einfach mal dargelegt. Und zwar können wir sagen, es gibt offensichtliche Merkmale vom New Ducato, so wie Fiat das selbst bezeichnen, denn es wird das Cockpit aufgeräumt. Ja, ich weiß nicht, fährt jetzt immer eine Putze mit dabei, die das Cockpit aufräumt? Nein, so ist das nicht gemein. Sondern die ganze Ansicht, Anbauweise wird so aufgepasst, dass es halt wirklich aufgeräumt aussieht. Es gibt voll digitale Instrumente. Das heißt nichts mehr mit hier Schalter hoch, sondern digital. Null und aus. Jawohl. Ja. Dann gibt es wohl die neueste Version des Konzerns, ein New Connect Multimedia System. Mensch, das sind Begriffe, von der ich noch nie was gehört. Aber ist halt mit dabei. Und wenn ihr dieses erweiterten Funktionsumfang hat, kommt ihr immer darauf an, bei welchem Händler ihr ein Fahrzeug bestellt und je nachdem, wie ihr dann die Fiat Ducato nimmt. Wir wissen bei Malibu auch immer, der nimmt nicht alles mit dabei. Pössl hat da viel mehr Systeme mit dabei. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Auf jeden, wie die Händler das dann auch umsetzen. Ne? Auf jeden Fall kann man sagen, im erweiterten Funktionsumfang kommt die Navigation von TomTom 3D-Karten dazu. Und es gibt eine drahtlose Einbindung von CarPlay und Android Auto. Das haben wir weder hier noch im Das ist Bulliger, auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Wirklich eine drahtlose, wo wir immer gedacht haben, ihr wollt uns doch veräppeln. Ne? Ja, das Lenkrad, das ändert sich auch. Da haben sie glaube ich bei VW abgeguckt. Wenn man in einem Wohnmobil sitzt, soll man ja ein bisschen PKW-Feeling haben. Deshalb wird es ein PKW-Look enthalten. Die Schalthebel werden entsprechend angepasst. Ich glaube, du blendest mal Bilder ein, oder? Ja, also ihr seht das wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Die sind andere Bilder eingeblendet worden. Wie gut, dass du es aber sagst, dann vergesse ich es wenigstens beim Schnitt nicht. Ja. Hat immer einen Vorteil. Dann die Türverkleidung, die wird angepasst. Wie gesagt, das ist ja alles doch sehr, man merkt, dass man eigentlich in einem Nutzfahrzeug sitzt. Das ist richtig. Es ist alles sehr, sehr hartplastikmäßig und so im Moment. Und ich glaube, das wird sich da schon noch eine ganze Ecke ändern werden. Wobei, da ist noch nicht viel veröffentlicht worden. Ja, Klimasystem bekommt eine geänderte Bedieneinheit. Also das hat man auf dem einen Bild ja auch schon gesehen. Dann etwas, was uns
Wohnmobilisten wahrscheinlich eher nicht betreffen wird, aber es ist auch neu, denn es gibt eine Eat-and-Work-Option, und zwar die Möglichkeit, aus dem Beifahrersitz etwas herunterzuklappen, wo du halt arbeiten und essen kannst. Kann ich mir beim Womo nicht vorstellen, weil da werden die Sitze ja eh eigentlich angepasst, weil einzelne, obwohl das wäre was für Kai, wenn er ganz alleine wegfährt. Das so im Groben. Jetzt kommt das ganze neue Technik-Gedöns. Tja, ich werde also, ihn ein bisschen unterstützen, weil, wie gesagt, meine Handschrift kann er nicht so ganz lesen. Ja, ich habe das hier jetzt auch nochmal in diesem Artikel drin. Also das heißt, ich versuche das da so ein bisschen parallel notfalls zu gestalten. Ja, die Assistenzsysteme, die sind im aktuellen, denke mal, für alle so ein bisschen rar. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich alle durch eure anderen Fahrzeuge, dass man doch ein bisschen mehr hat, wie zum Beispiel auch so ein Spurhalteassistent oder sowas. Das soll sich jetzt im neuen ändern, nämlich ist unter anderem auch der Spurhalteassistent jetzt dabei. Nicht nur der Warnassistent, sondern auch der Spurhalteassistent. Dazu gibt es natürlich noch einen Stauassistenten. Dieser Stauassistent ist ja in Verbindung damit. Das heißt, wenn ich im Stau stehe, ist das ganz gut, dass ich da auch nochmal eine Unterstützung habe. Ja, ansonsten natürlich Geschwindigkeitsbegrenzer. Dann haben wir die Bei unerwarteten Hindernissen, wie zum Beispiel Fußgänger und Radfahrer. Das heißt, sie werden nicht mehr umgekachelt. Ja, genau. Also gut, es gibt ja auch eine Kamera, allerdings erkennt die halt hier in diesem Fahrzeug nur Autos und keine Fußgänger. So, dann haben wir das adaptive Geschwindigkeitsregelanlage. Also das heißt, auch bei Stau oder beziehungsweise beim Abstand, also beim, wenn der Vordermann mal ein bisschen langsamer ist oder sowas, dann entschleunigt und bremst das Fahrzeug. Also das heißt, es passt sich auch dementsprechend dem fließenden Verkehr an, was ich sehr gut finde. Ja, digitale Spiegel. Ist in der Mitte, kommt ein oder kann man einen Spiegel dann haben, oder beziehungsweise ist es ja ein Spiegel mit einem Monitor, und dort ist der verbunden mit der Rückfahrkamera. Der wird dann im Prinzip nach hinten die gesamte Zeit gefilmt, und somit hat man wenigstens nochmal so eine Art Rückspiegel. Was ich vielleicht auch nicht so schlecht finde. Dann ganz wichtig, es ist hier heute sehr windig. Wir haben einen Seitenwindassistenten. Also wenn es mal von der Seite stürmt, dann fliegt ihr nicht gleich von der Fahrbahn. Dann natürlich Anhänger-Stabilitätskontrolle, wenn ihr mit dem Anhänger unterwegs seid. Wir haben noch ein aktives Parkassistent. Genau, das heißt, der parkt für euch sogar ein. Ja, gut, ich komme gut mit dem Auto klar, aber gut, wenn es mit drin ist, muss man halt gucken, ob man es nutzt oder nicht. Eine elektronische Feststellbremse, das heißt, die normale Feststellbremse scheint dann per Knopfdruck zu bedienen sein. Also von daher, naja, lassen wir uns mal überraschen. Eine Option Keyless-System. Jo, ob man das jetzt beim Campingausbauer dann bekommt, weiß ich nicht. Allerdings, wenn man das zusätzlich buchen kann, warum eigentlich nicht? Ist doch eine ganz nette Sache. Dann gibt es noch eine Induktivladeschale. Kannst du aber vergessen, weil das bringt einfach diesen Energieverlust noch nicht. Aber es ist halt der neuen Art angepasst. Und es gibt zweimal USB-A und zweimal USB-C Anschlüsse. Also denke ich mal auch für das etwas schnellere Laden. Dann haben wir noch die elektronische Servolenkung. Die wird jetzt serienmäßig. Dann haben wir die Müdigkeit. Nee, Quatsch. Das ist wieder. Dann gibt es, ihr habt die Möglichkeit, zukünftig bei eurem Fahrzeug eine Auswahl zu treffen, ob ihr ein selbst nivellierendes Luftfederfahrwerk haben wollt. Das könnte wirklich in dem Campingmarkt sehr, sehr interessant sein. Die Frage ist halt, wie gesagt, ob die Aufbauer das auch anbieten. Allerdings, wenn sie es anbieten, glaube ich, dann werden es wahrscheinlich einige von euch benutzen oder nehmen. Das ist halt wirklich die neue Technik, die eingebaut wird. Für die Assistenten. Wichtig für euch, es bleibt bei den vier Leistungsstufen, 120 PS, 140, 160, 180 PS. Mhm. Das 6-Gang-Schaltgetriebe, das wurde wohl laut Fiat überarbeitet, da können wir euch noch nichts zu sagen. Und die 9-Stufen-Automatik bleibt beibehalten, aber die natürlich erst ab 140 PS. Ja, dann das, was immer viele sagen, wenn es doch immer zum Modellwechsel kommt, dann gibt es doch immer ein Facelifting. Viele sprechen von einem Facelifting, habe ich schon teilweise im Online gesehen. Sorry, das ist kein Facelifting. Also für mich auch nicht, ehrlich gesagt, diese paar minimalen Änderungen. Also Automotorsport bringt es auf den Punkt.
nur für Kenner erkennbar. Also wer einen Fiat Ducato kennt, der weiß, oh, es hat sich geändert. Sonst würde er sagen, oh, fährt halt einen Fiat-Kastenwagen mehr. Was sich ändert ist, es gibt einen neuen Kühlergrill. Der wird größer, das Fiat-Zeichen, das blenden wir euch ja gerade ein. Mhm. Also ein viel großes Markenlogo hinterlegt. Und es gibt zwei Querleisten in Chrom. Das ist eigentlich die Änderung des Designs. Das Einzige, was sich noch ändert, das sind die Scheinwerfer. Ja, und zwar Scheinwerfer gibt es dann mit neuer LED-Technik. Ob die in Deutschland serienmäßig dabei sein wird, das ist noch nicht raus. Genauso wenig raus ist, wie teuer wird denn der Preis. Also da haben wir noch keinerlei Informationen zu erhalten können. Wir sind auch nicht bei Fiat Ducato Händlern unterwegs gewesen, um mal nachzuhaken. Also liebe Leute, wenn ihr jetzt mehr Informationen haben wollt zu diesem Fahrzeug, dann abwarten, bis Fiat ihn ganz offiziell vorstellt. Denn da habe ich nochmal nachgeguckt. Auf der Fiat-Seite gibt es nämlich das nicht. Da heißt es bitte, wendet euch bitte an den Händler. Und wie gesagt, wir werden immer up to date bleiben, weil das interessiert uns auch, weil wir wissen nicht, ob unser bestelltes Fahrzeug, unser bestellter Malibu noch den alten Facelift haben wird oder das neue. Das ist die Frage. Und dann wird es entsprechend noch teurer. Also wir werden da natürlich am Ball bleiben, allein aus eigener Interessensbekundung. Na klar. Und wie gesagt, wenn wir Informationen bekommen, werden wir sie hier euch präsentieren. Und wenn wir nichts haben, wie gesagt, sucht gerne auch weiter im Internet. Wie gesagt, Automotorsport ist immer eine empfehlenswert. Die Zeitung bietet viele Informationen. Dann gibt es ja auch noch Promobil. Auch dort wird es immer solche Sachen nochmal vorgestellt. Schaut euch auch gerne Automotorsport, heißt die Sendung so. Bei Vox auf jeden Fall. Was immer mit den Autotoren ist. Das ist ja das. Oder Automobil hieß das. Automobil. Genau. Auf jeden Fall 17.05 Uhr, glaube ich, oder 17.15 Uhr. Da werden die auch nochmal was zeigen irgendwann. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das soll es gewesen sein, Wissenswertes über den New Ducato von Fiat. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, uns braucht ihr noch nicht fragen. Wir können euch keine weiteren Informationen aktuell liefern, aber fragt die Fiat-Händler, fragt auch die Ausbauer, was da so kommt. Vielleicht haben die schon Informationen, weil wie gesagt, wir haben Ende Mai, es geht Richtung Versionswechsel. Das heißt, es wird einiges sich tun. Dann heißt es, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Genau. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.